Ich muss das noch ein Stückchen ergänzen. Es wird immer wieder verwechselt, die Schwingung und die Welle. Also wo ist der Unterschied? Wir betrachten mal einfach ein Schaukelgerüst und da sind drei voneinander unabhängige Schaukeln. Das Fachwort, man sagt auch Oszillatoren dazu. Ein Oszillator ist also nichts anderes als eine Schaukel, also ein schwingungsfähiges System. Das wird die Mediziner vielleicht gar nicht mal so beeindrucken. Allerdings mache ich es auch für die Mediziner. Und zwar, lass uns nochmal gucken. Eine Schaukel, einer schaukelt hier hin und her. Dann ist das eine Schwingung. Also eine wiederholte zeitliche Schwankung irgendeiner physikalischen Zustandsgröße. Hier in diesem Fall ist es ein Hochpunkt hier oben, ein Hochpunkt hier drüben. Also eine gewisse Lageänderung. Die schwankt ständig. Und zwar wiederholt, immer wieder. Wenn ich jetzt, das macht man allerdings nicht, diese Schaukel, die blaue, wenn ich die mit einem Gummiband mit der lilanen verbinde und die lilane auch noch mit der roten, dann wird wohl die blaue Schaukel, die lilane und später die rote dann mit zum Schwingen anregen. Die werden also mitschaukeln. Das macht allerdings, wie gesagt, keiner, weil das unangenehm für die darauf Sitzenden hier draußen ist und für den auch, weil er ständig ein bisschen gedreht wird. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Aber dieses Schwingen auf die anderen übertragen heißt, dass die mit einer gewissen Verzögerung, sie sind ja träge, ne, träge Körper, diese Schwingungen mitmachen. Und dieses Übertragen auf den nächsten und den nächsten oder betrachten das molekular von einem Molekül aufs nächste Molekül. Das nennt man erst Welle. Das ist also eine sich also räumlich ausbreitende Schwingung. Achtung, immer darauf achten, gehe ich aber in den Videos, die ich schon bisher auch gemacht habe, beziehungsweise in meinem Unterricht, grundsätzlich darauf ein, es ist kein Stofftransport. Das müsste hier auch sehr deutlich sein. Das heißt also, der blaue wird nicht irgendwie rübergetragen zu den anderen, sondern der blaue schwingt für sich, der lilane und der rote auch. Das nochmal zu dem Unterschied. Noch ein kleines bisschen weiter, was eine Welle ist und wie das so funktioniert. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Kleinere. Wir haben folgende Situation: Ich habe hier ein Wasserbassin, Aquarium oder was auch immer, und lasse da einen Gegenstand hineinfallen. Das sei der rote. Der wird jetzt gleich hier auf die Oberfläche kommen und das betrachten wir uns ein kleines bisschen näher und zwar zu verschiedenen Zeiten. Die Zeit T0 ist da, wo jetzt gerade dieser rote Körper auf die Wasseroberfläche trifft. Das gucken wir uns mal jetzt von der Seite geschnitten an, also ein bisschen nur von der Seite, lässt sich das leichter zeichnen und erklären. Das heißt, der rote Körper wird das Wasser, was unter ihm ist, mit nach unten ziehen. Zum Zeitpunkt T1, wo der Körper gerade vielleicht unter der Wasseroberfläche ist, wird sich die Wasseroberfläche hier oben wieder zusammenschließen. Aber da sie nach unten gerissen wurde, wird sie sich zurückschwingend nach oben ausbeulen. Da aber durch die Kohäsion alle Wassermoleküle miteinander verbunden sind, wird dieses Ausbeulen auch die Nachbarmoleküle mit erreichen und so weiter und so fort. Und der Körper, der kann jetzt meinetwegen weiter untersinken, das ist unwichtig. Es wird sich also dieses Hoch- und Runterschwingen auf die anderen Wassermoleküle übertragen und schon haben wir es mit einer Welle zu tun. Das gucken wir uns noch mal ein kleines bisschen anders an. Wenn ich jetzt also noch mal die Welle von der Seite betrachte, dann wird dieses Auslenken, die Auslenkung, also wie weit nach oben und nach unten, das eine wichtige Größe sein, die man auch mathematisch beschreiben kann. Lasse ich jetzt einfach mal weg. Wellengleichung und so weiter. Können wir alles später noch drauf machen, wir dann. Das ist also die Amplitude, die Auslenkung. Also wie weit das nach oben und nach unten oder nach links, nach rechts, nach sonst wohin schwingt. Das nennt man Amplitude. Und von dem Beginn der Welle bis zu ihrem genauen Ende, also eine Periode weit sozusagen, das ist die Wellenlänge. Das kann man direkt auf Wasseroberflächen schön sehen. Betrachten wir die Sache noch ein bisschen von der Zeit. Wenn ich also eine bestimmte Strecke mir ausdenke und sage, von der Zeit T-Platsch, also wo es gerade anfängt zu platschen, bis dahin, wo die Welle dann dieses Ausbreiten der Schwingung, also hier zu diesem Punkt angekommen ist, wenn ich sage, diese Strecke durch die Zeit unten Differenz gebildet, das ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das sind also wichtige mathematische Größen, um mit Wellen und Schwingungen und so weiter überhaupt umzugehen. Wie gesagt,
Es findet kein Stofftransport statt und ich lasse nur einfach einen Gegenstand hier reinfallen und er hat hier eine Störung verursacht. Das Ausbreiten der Störung über eine bestimmte Strecke und auf eine bestimmte Zeit bezogen ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Es gibt so viele Diskriminierungsmöglichkeiten bei Wellen. Diskriminierung heißt nur unterscheiden, ne? Das heißt also nichts Schlimmes. Nur mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt sage, es gibt Transversal- und Longitudinalwellen. Longitude, das sagt schon zur Ausbreitungsrichtung. Also wenn ich hier diesen Zustand Platsch habe und die Ausbreitungsrichtung ist hier, 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 also radial weg von diesem Ereignis. Das ist die Ausbreitungsrichtung. Dann ist das in unserem Wasserfall hier eine Transversalwelle, weil die sich nämlich zur Ausbreitungsrichtung quer die Amplitude hat. Eine Longitudinalwelle wäre zum Beispiel eine Druckwelle. Wenn es also hier knallt, dann wird der Druck hier an der Stelle schnell sehr groß sein. Die Luftmoleküle stoßen sich alle an. Und ich habe hier Druckschwankungen. Das heißt also, hier würden die Moleküle eng beieinander liegen, sehr eng, wo sie hier noch normal liegen. Und dieses sich ausbreiten würde dann so sein, hier ist der Druck schon wieder normal, hier sind dann die Moleküle gedrängt, hier sind sie noch normal und so weiter und so fort. Hier sind sie wieder normal, hier sind die Moleküle wieder aneinander gedrängt, hier noch normal und so weiter. Das ist eine Longitudinalwelle. Achtet die Links hier oben, das Video bleibt hier stehen, ihr verpasst nichts. Da habe ich das nochmal ganz kurz in 2 Minuten insgesamt Longitudinal- und Transversalwelle mit Kugelmodellen gezeigt. Das sind allerdings echte Wellen, obwohl es pardon, ein Modell ist. Man unterscheidet auch zum Beispiel nach der Art der Zustandsgrößenänderung. Zum Beispiel, wenn sich die Feldstärke, die elektrische und die magnetische Feldstärke ändert, dann haben wir es zum Beispiel beim Licht mit einer elektromagnetischen Welle zu tun. Oder der Schall, wie eben schon dargestellt, ist eine typische mechanische Welle. Es gibt auch Gravitationswellen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hier einen Himmelskörper, der saust hier an mir vorbei, dann wissen wir alle, der zieht uns an durch die Gravitation. Und wenn ich hier bin, ich bin hier zum Beispiel, stehe auf dem Mond, dann merke ich, ich merke es nicht als Mensch, aber dann, weil das relativ langsam passiert, dann bemerkt der Mond ein durchaus stärkeres Anziehen, wenn die Erde hier an ihm vorbeisausen würde. Ist allerdings Quatsch, der Mond bewegt sich um die Erde herum, das können wir so nicht sagen. Also ich sage einfach hier dann einen Himmelskörper dazu. Das würde sich durch Kraftwirkungen ausdrücken. Man unterscheidet zum Beispiel aber auch durch die Wellenlänge. Also es gibt Langwellen, Mittelwellen, Kurzwellen, Ultrakurzwellen im Bereich der Funktechnik und so weiter und so fort. Oder nach der Wellenzahl Oberwellen. Also wenn ich hier zum Beispiel eine typische sinusförmige Welle habe und ich habe einen Körper, der durchaus davon angeregt werden kann zu schwingen, der aber eigentlich gerne viel schneller schwingen will, dann wäre sein Schwingverhalten durchaus viel schneller, aber angeregt durch die originale hellgrüne Welle und dazu sagt man dann Oberwellen. Beziehungsweise, wenn ich das alles übereinander lege, dann sieht die resultierende Welle zum Beispiel so aus. Und so weiter und so fort. Aber da kommen wir dann später drauf, wie sich solche Wellen da zusammensetzen. Das ist jetzt hier sehr schlecht geschmiert. Zum Schluss habe ich jetzt hier Links angefügt, die zu weiteren Themen zum Thema nochmal führen, dass alles schon behandelt wurde, sodass man sich besser weiterbilden kann. Und die Links hier zwischendurch im Video, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, die beziehen sich dann immer auf einzelne Themen. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt diesen Unterschied nochmal ein bisschen besser herausarbeiten können und verbleibe mit besten Grüßen und Wünschen für, wer es schon hat, Ferien, beziehungsweise heute für den Sonntag. Tschüss.